hallo, herzlich willkommen zum VfR TV. Ich darf begrüßen unseren Coach Daniel. Schön, dass du vor dem Training Zeit hast. Wenn man mal so die letzten Wochen Revue passieren lassen, dann könnte man ja glatt denken, Training ist kaum noch, weil nur noch Spiele sind. Wie nimmt die Mannschaft das auf, die englischen Wochen? Ja, erstmal muss man sagen, wir spielen ja schließlich Fußball, um zu spielen. Und richtig. Eigentlich ist die Zeit eigentlich eine wunderbar schöne, weil du gar nicht mehr so viel machen musst, um in der Saison erfolgreich zu sein, sondern du hast die Grundlagen in der Vorbereitung gemacht. Im Winter hatten wir eine sehr, sehr lange Vorbereitung, deswegen haben wir da auch gut gearbeitet. Und jetzt geht es darum, das abzurufen, was wir uns erarbeitet haben. Ich finde, dass die Jungs das super machen, aber die richtige Taktung kommt ja jetzt erst. Also bisher war ja noch so ein bisschen Slow Fox, jetzt kommt so ein bisschen Cha-Cha hinten dran. Was hast du in der Winterpause anders gemacht? Wenn man die letzten Jahre sieht, gab es immer mal nach der Winterpause ein kleines Loch. Davon merkt man jetzt eigentlich nicht wirklich was. Oder interpretiere ich es falsch? Ja gut, vor 3 Wochen wurde mir die Frage noch anders gestellt. Ich weiß. Nach den ersten Spielen. Aber ich finde, dass die Mannschaft eigentlich hervorragend spielt, schon ab dem ersten Spieltag. Sicherlich geht das in der Liga und unter der Schwere der Gegner nicht immer 90%, also nicht immer 90 Minuten lang durch, aber wir schaffen es schon, über weite Strecken unsere Leistung zu bringen und einfach auch gute Spiele zu zeigen. Hin und wieder drückt der Gegner einem sein Spiel auf, aber um auf deine Frage zurückzukommen, wir haben ein bisschen was anders gemacht, aber einige Spieler sind es jetzt auch einfach gewöhnt. Also die kennen. Sind also reifer geworden. Ja, die kennen auch die Taktung. Also sie haben es auch körperlich an diese Taktung gewöhnt. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig, dass wir sind in der Vorbereitung, ja, wir hatten kaum Verletzungen, kaum Kranke. Das ist wahnsinnig wichtig, dass du alle auf dem körperlich gleichen Niveau nach der Vorbereitung hast. Und jetzt die englischen Wochen tun halt auch gut, dass du dann davon zehren kannst. Obwohl, wir haben es jetzt auch wieder gesehen, ein Spieler, der jetzt dann leicht krank und verletzt war, der tut sich dann schon schwer, wenn er reinkommt und 90 Minuten spielen muss. Aber die Jungs sind wieder schnell zurück. Also wenn das dann über 1-2 Wochen sein muss, dann sind sie wieder top in Form. Und ja, das ist die Arbeit aus der Vorbereitung. Was die Verletzungen angeht, heißt das, die Physios arbeiten da noch intensiver als sonst, oder haben wir dieses Jahr wirklich einfach nur Glück auch ein bisschen? Was heißt Glück? Ich glaube, dass die Trainingssteuerung wichtig ist. Und wir haben über das erste halbe Jahr sicherlich auch jeden Spieler auf ein anderes Niveau gehoben, was das angeht. Konnten im Winter dann schon aus den Vollen arbeiten. Wir müssen auch ein Riesenkompliment an die Physioabteilung machen, weil da haben wir vor allen Dingen auch was Neues gemacht. Muss jetzt gar nicht so doll verraten, aber da haben wir was Neues gemacht und das hat gut eingeschlagen. Unserer Meinung nach voll eingeschlagen und vor allen Dingen die Erholungsphase von den Spielern ist wesentlich kürzer und damit kannst du halt einfach viel öfters eine viel schnellere Leistung bringen. Schauen wir mal auf die Tabelle. Einstelliger Tabellenplatz, da würde man ja sofort sagen, super genial, aber wenn man sich mal die Punkte genauer anschaut, so ein großer Vorsprung auf den Relegationsplatz ist ja auch nicht. Das zeigt ja, wie eng die Liga auch ist. Wie interpretierst du die Tabellensituation momentan? Ja, ich habe ja schon mal gewarnt die letzten Wochen und auch dieses Wochenende. Für jeder Punkt ist zurzeit wichtig und du siehst es in der zweiten Liga, man sieht es in anderen Ligen einfach auch, dass es sehr, sehr trügerisch ist. Es zählt die Form, die man am Schluss der Runde hat, diese Saison. In vielen Jahren war es so, dass du eigentlich mit dem Schwung aus der Vorbereitung in die Rückrundensaison, in die Frühjahrssaison, dass du dort dein Punktepolster schaffst, damit du hinten raus keinen Ärger mehr hast. Dies Jahr scheint es ein bisschen anders zu sein. Es starten alle, die gerade auch unten beteiligt sind, oder sagen wir mal um den Relegationsplatz beteiligt sind, sind alle recht gut gestartet. Oder fangen jetzt das Punkten an. Das heißt, die Finalserie, nämlich die letzten 8 Spiele jetzt, dort muss ordentlich noch gepunktet werden. Aber ich hoffe, dass wenn wir einigermaßen unseren Punkteschnitt halten, dann kann uns nichts passieren und dann ist alles gut. Ich weiß, du bist ein Mensch, der immer von Spiel zu Spiel denkt. Ich würde aber gerne trotzdem mal einen Satz sagen und ich würde gerne, dass du ihn beendest. Der VfR hat in den nächsten 5 Spielen wie viele Punkte?
Ich hoffe 15. Das ist. Ich hoffe es auch, weil dann haben wir den Klassenerhalt sicher und unser Ziel erreicht. Wenn wir das Ziel erreicht haben, Klassenerhalt, wo willst du dann noch hin, wenn noch Spieler übrig sind? Ja, man muss auch fairnesshalber für alle anderen Mannschaften sagen, dass du, wenn das irgendwann der Fall sein sollte, ich hoffe immer, dass alle durchziehen bis zum Schluss, dass keiner irgendwann anfängt abzuschenken, weil dann wird die Tabelle schief oder wird unrealistisch. Und ich hoffe auch, dass wir dann, wenn es soweit sein sollte, unsere Spiele durchziehen bis zum Schluss, damit auch da kaum was von Wettbewerbsverzerrungen aufkommt, sondern dass man einfach seine Leistung, die man die ganze Saison gebracht hat, bis zum Schluss bringt. Wunderbar, ich sage vielen lieben Dank, ich entlasse dich ins Training, viel Spaß, Dankeschön. Ciao.